ein Must-Have für jeden Mann, eine extrem laute Hupe. Diese Hupe lässt die Leute auf dem Bürgersteig richtig zusammenzucken und das macht richtig Fun. 115 Dezibel ist im Pkw eigentlich verboten. Die STVO sagt ganz klar nein. Wir werden das Ding heute zusammen in Opa Manni sein Rasenmäher installieren, damit er die Leute am Straßenrand schocken kann. Mehr dazu nach dem Intro. Ab geht's. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck und ich habe gerade schon mit dem MK-Mann gesprochen. Das ist der von dem Baumarkt hier. Und er hat sich über meine Drecksecke beschwert. Ne? Das ist hinten so ein Bauschaumherz, so ein Projekt, was ich hatte. Und da hat er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ich finde das nicht gut, weil er selber hat eine Prinzessinnenlandschaft angefangen und bis heute nicht fertig gekriegt. Aber egal, hier steht Opa Mannis Rasenmäher und den werden wir jetzt mal ein bisschen aufmotzen. Früher ein richtiges Statussymbol, mittlerweile geht es ja auf diese Elektro-Rasenmäher-Roboter. Aber so ein Rasenmäher-Trecker, der ist natürlich schon viel, viel cooler. Mal gucken, ob der hier irgendwie angeht. Absolut delicious. Aber ich würde sagen, wir suchen uns erstmal ein schattigeres Plätzchen. Weil hier in der Sonne, das hält ja kein Schwein aus. Hier ist super. Der wird Augen machen, wenn er den neuen Schalter entdeckt und den das erste Mal ausprobiert. Wir müssen erstmal eine feine Stelle suchen, wo wir das ganze Ding reinmontieren. Eigentlich müsste man das vorne in die Scheinwerfer mit reinmachen. Wenn es dunkel ist und das Licht angeht, dann... Oh. So, hier vorne scheint schon mal Platz zu sein. Also 115 Dezibel, das ist schon richtig laut. Vor allem von der Größe passt es hier gut rein. Und der Kompressor ist damit drin. Also man muss da nicht irgendwie anfangen, noch einen Kompressor anzuschließen. Also wir haben jetzt einfach ein Loch durch sein Rasenmäher gebohrt, damit wir von innen die Hupe reinhängen können. Ja, hier so rein. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal festdrehen. So, das sitzt doch schon mal ideal da drinne. Jetzt müssen wir nur noch die Kabel verbinden. So, jetzt müssen wir natürlich die Kabel noch verlegen und Schalter einbauen. Und den habe ich vom MK-Markt bekommen. Ich habe gesagt, Jens, das ist doch ein Mondpreis, ein Fantasiepreis. Und da sagt er, nein, das ist ein Originaler aus dem Kampfjet, aus dem Eurofighter. Ich glaube, das sind die Dinger, die eine Zeit lang immer vom Himmel gefallen sind. Das ist genau das Richtige. Ich würde sagen, den setzen wir hier irgendwo hin. Mal gucken, ob hier genug Platz ist. Ja. Der soll scheint zu passen. So, dann kommt der quasi hier durch und dann macht man hier die Hupe an. Raffiniert. Jetzt müssen wir mal in die Werkstatt natürlich noch eben kurz nach dem Kabel gucken. Wir können das ja von seinem Motorrad abkneifen. Wo sind denn die Kabel? Ha, wer sagt's denn? So, jetzt müssen wir die Kabel nur noch ein bisschen zusammentüdeln. So, das Meisterwerk ist vollbracht. Wir haben hier eine dezente Schraube, die hoffentlich keiner sieht. Und hier den Eurofighter-Kippschalter vom MK Baumarkt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der GoPro eine Testfahrt. Ab geht's. Timo, kannst du deinen Vater mal fragen, ob er eine Zündkerze hat? Ja, mach ich. Sollen wir mal eben gucken. Irgendwas stimmt mit dem Zündfunken nicht. Nochmal. Gib den Schlüssel her. Ja, scheiße. Gib den Schlüssel her. Nein. Das musst du dich entschuldigen. Entschuldigung, lieber Hänschen, es tut mir sehr, sehr leid. Ich tue das auch nie wieder. Na gut. Okay. Schwein gab's. So, ich würde sagen, präsentieren wir Manni, Opa Manni, mal sein neues Prachtstück. Pass auf. Weil das wäre mit mir los, Meier Mock. Ich hab den verbessert, Manni. Du sagst immer, du hast ihn verbessert. Aber guck mal da unten, der leckt da so ein bisschen Öl. Geh mal gucken. Ja, ich helfe dich vor dem Öl lecken. Hältst du es mal, du Verrückter Hund, du. Ich hab den modifiziert. Ja, modifiziert. Modifiziert. Oh, wenn das meine kleine Lilly sieht, du hörst sie ja wohl nicht alle. Den Knopf, den kann ich. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Abonniert den Kanal. Die Hupe ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Ne? Mach's gut. Mega tschüss. Best, wenn du weglässt. Let's put our living stereo stylus in this groove.